Eine wichtige Wahl in Europa, die leider zum wiederholten Male zeigt, dass Rechtspopulisten nach vorne drücken. Im ersten Wahlgang haben die Rechtspopulisten einen erschreckenden Wahlerfolg davongetragen. Das ist ein Debakel, vor allen Dingen auch für die großen Volksparteien, die in der Größe nicht mehr wahrnehmbar sind. Sie schrumpfen zusammen, von zusammen 22%. Das muss auch den Volksparteien in anderen Ländern, gerade auch in Deutschland, zu denken geben. Wir gratulieren natürlich dem grünen Kandidaten Alexander Van der Bellen. Er war noch vor wenigen Wochen hier bei der Bundestagsfraktion, hat ein gutes Ergebnis erzielt, wenngleich wir uns da mehr erwartet hätten. Aber wir erleben eben in Österreich auch eine gravierende Rechtsverschiebung, die auch dadurch zu erklären ist, dass die Volksparteien eher dem rechten Rand nachgeben und dass dann das Ergebnis ist, dass die Wählerinnen und Wähler das Original wählen. Darüber müssen wir uns auch gerade in Deutschland auseinandersetzen. Unsere Hoffnung ist, dass mit Blick auf die Stichwahl sich die demokratischen Kräfte zusammentun und eine gemeinsame Empfehlung abgeben. Das wäre noch eine Möglichkeit, den Kandidaten der FPÖ, Herrn Hofer, abzuwehren. Wir meinen, dass die Wahl in Österreich in Deutschland umfassend analysiert werden soll. Was passiert, wenn man eben Rechtspopulisten Stück für Stück nachgibt? Was passiert, wenn große Koalitionen auf Dauer im Amt bleiben? Ich glaube, dass es generell den Menschen im Land, den Ländern gut tut, wenn Regierungen wechseln, wenn es nicht auf Dauer zu großen Koalitionen und zu lagerübergreifenden Bündnissen kommt. Die Demokratie, die braucht den politischen Wettstreit, die braucht konkurrierende Konzepte und dann haben wir auch die Möglichkeit, rechte Parteien zurückzuweisen und zu stellen.